Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrtes Präsidium, sehr geehrte Damen und Herren, liebe verbliebenen Gäste. Vielen Dank, Frau Ministerin Prien, für Ihren Bericht und die Einzelheiten, die Sie... Können Sie bitte einmal aufhören, dazwischen zu pöbeln? Ich glaube, gestern war ich doch schon deutlich genug gewesen, oder? Da ist doch das Mikrofon. Wenn Sie was haben, dann fragen Sie doch. Was ist denn das für eine Art von Ihnen, wirklich? So, nochmals. Vielen Dank für den Bericht und die Einzelheiten. Eigentlich ist das eine Schande für unser Land, denn unterhält man sich mit Eltern über die Schulen ihrer Kinder, dauert es nicht länger als 5 Minuten. Dann ist man häufig bei dem Thema süffige Schultoiletten, fehlende Klassenräume, veraltete Fachräume und Sportstätten aus den 70er Jahren. Überall da, wo längst überfällige Projekte endlich angegangen werden, wird das gefeiert, als ob ein Wunder geschehen würde. So sehr haben die Leute sich schon an diesen Zustand gewöhnt und an die daran, dass die Lern- und Arbeitsumgebung ihren Kindern zugemutet wird, die man selber für nicht akzeptabel hält. Lernen in Räumlichkeiten, in denen man sich nicht wohlfühlt, ja, genau, das wird tagtäglich vielen von unseren Landesländern zugemutet, Herr Arp. Herr Kollege, ich unterbreche Sie nicht, weil Sie was falsch gemacht hätten, sondern weil ich bitten möchte, dass die Gespräche in der ersten Reihe reduziert bzw. eingestellt werden und man jetzt hier Herrn Brodel zuhört. Und wenn man darauf reagieren möchte, haben wir auch Mittel in der Geschäftsordnung, das anders zu tun. Aber jetzt hat das Wort der Kollege Brodel. Vielen Dank, sehr, Herr Präsident. Die neue Landesregierung versucht nun, Versäumnisse aus der Vergangenheit abzubauen. Und man muss natürlich auch sagen, dass auch die Vorgängerregierung das schon getan hat. Wichtiger aber noch als die Arbeit selbst ist ja bekanntlich das Verkaufen getaner Arbeit. Und was eignet sich da eigentlich heute besser zu in Zeiten bevorstehender Kommunalwahlen als die heutige Landtagssitzung? So erklärt sich meines Erachtens, dass Jamaika die Landesregierung heute um einen Bericht zum Thema Schulbausanierung bittet. Man feiert sich, geben Sie es zu, man feiert sich gegenseitig selbst und vor allen Dingen, man feiert das, was eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollte. Aber wie dem auch sei, Schüler brauchen moderne, zeitgemäße, saubere Schulgebäude. Sie brauchen eine Umgebung, in der sie sich wertgeschätzt fühlen. Wenn es Politik hier schafft, hierfür die richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen, dann wäre viel gewonnen. Aber seien wir mal ehrlich, heute geht es gar nicht darum, es geht heute um Wahlkampf. Übrigens, meine sehr verehrten Damen und Herren, nicht nur der CDU, den Grünen und der FDP, alle Parteien machen Wahlkampf oder zumindest versprechen sie es, mehr in Schulgebäude zu investieren. Eine kleine Auswahl. Nicht rumschnacken, Schulen sanieren. Schulen sanieren mit Sicherheit. Schulen, wir tun was. Kurz einmal in Klammern auch ein Aspekt zum Aspekt Schüler-Lehrer-Gesundheit und Barrierefreiheit. Ein Beispiel aus der Akustik, es klang eben schon zweifach an. Das Problem etwa der Nachhallzeiten ist ja bekannt. Und Nachhallzeiten führen zu Stress und Konzentrationsstörungen und teils sogar zu bleibenden Hörschädigungen. Die DIN-Hörsamkeit in öffentlichen Räumen ist zwar kein Gesetz, es ist eine DIN, aber es ist eine Richtlinie bei Neubau und Sanierungen. Ob und wie diese umgesetzt worden sind in den letzten Jahren, war aber von Kommune zu Kommune ganz unterschiedlich. Ausschlaggebend war nämlich alleine die Finanzlage der Kommune und das kann natürlich auf Dauer nicht so bleiben. In der jetzigen Situation benötigen viele Kommunen allerdings Hilfe. Die Kommunalinvestitionsprogramme des Bundes 1 und 2 belaufen sich zusammen auf rund 200 Millionen Euro. Bei der Verteilung dieser Gelder gemeinsam mit den kommunalen Landesverbänden eine Prioritätenliste zu erstellen, ist ein durchaus gangbarer Weg. Aber der Bund wird natürlich dauerhaft nicht zahlen wollen, ohne auch ein Wörtchen mitreden zu wollen. Und da, denke ich, sollten wir unser föderales System vorschützen. Wenn wir ernsthaft über Schulbau und Schulgebäudesanierung sprechen wollen, dann dürfte das nicht ohne die übergeordnete Frage der kommunalen Finanzen geschehen. Aber nochmal, meine Unterstellung, darum geht es wahrscheinlich heute gar nicht, es geht um Wahlkampf. Und nachdem ich nun einige Ihrer Slogans aufgezählt habe, wollen wir auch als AfD nicht zurückstehen. Ich zeige Ihnen jetzt nicht das Plakat, das Sie auch vor dem Landtag sehen können. Da bittet nämlich unser Kandidat für Kiel, Herr Guido Dachs, der ist Realschullehrer, auch die Forderung, Schulen sanieren in Kiel. Keine Wahlwerbung, nein, das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Gucken Sie sich das Plakat vorm Landtagsgebäude an. Was bleibt also? Wir wollen alle das Gleiche. Die AfD setzt sich dafür ein, dass es nicht bei Versprechen bleibt und dass Kommunen auf Dauer wieder ohne Schecks aus Berlin und Kiel in die Lage versetzt werden, Schulen zu sanieren und zu modernisieren und auch zu bauen.
Ich habe bei den Vorbereitungen eine kleine Umfrage gemacht unter Schülern. Wie wohl fühlt ihr euch in Schule? Und oh Wunder, natürlich da, wo neue, moderne, helle Gebäude waren, da fühlten sich Schüler einfach wohl, da fühlten sich wertgeschätzt. Und ich sage Ihnen auch nochmal als Lehrer, das ist ein Aspekt, den darf man nicht unterschätzen. Denn gelernt wird da, wo man sich wohlfühlt, gelernt wird nicht da, wo man möglichst schnell wieder raus will. In dem Zusammenhang beende ich meine kleine Wahlkampfrede. Vielen Dank.